Es ist 8:30 und es klingelte gerade der Postbote. Ja, zum Glück war ich angezogen. Naja, halb. Reicht doch halb. Ich bin noch im Schlafanzug. Bin ja mal gespannt. Naja. Komm raus, Olli. Olli. Olli ist doch ein schöner Name, ja, oder? Wunderbar. Na, Jahre später, der hat den Karton mal irgendwann offen. Sieht schon mal weiß aus. Ja, es wäre schlecht, wenn er ganz schwarz wäre. Jetzt wär, haben wir ja schon verraten, was das ist. Olli halt. Hm. Was ist das? Füße, ach so. Schuhe. Oh, Elefantenstampfer. Große Füße. Okay. Das ist ja alles einzeln. Ja. Wie verrückt ist das denn? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter. Mann, ja doch. Oh Gott. Aber, ach, guck mal, die kann man so recht biegen. Ach, guck. Ja, sehr schön. Ist der so grau, oder? Oder muss der so grau aussehen? Oder sieht der nur für mich so grau aus? Der sieht für dich so grau aus, weil so grau ist, kannst du immer Licht anmachen. Ein bisschen schmutzig ist er, aber gleich mal hin. Er grinst. So schlimm ist der gar nicht. Er sah mit der Nase da aber wirklich ganz furchtbar aus. Ja, aber jetzt aber, ist besser, ja, oder? Der hatte nämlich immer eine Knicknase gehabt, ja, wie so eine Hexennase. Weiß ich. Nicht gut aus so. Die Rollen doch, der sieht gut aus. Endlich wieder ein Olaf. Ja. Den 100. Ja, macht ja nichts, aber das ist echt ein hochwertiges Kostüm. Das ist ja, vor allem nicht so ein Teil und 10 komische Sachen. Und richtig. Das ist echt dreimal besser. Ich habe gehofft, dass... Weil Daniel noch keine Kostüme hat, ne? Nein, natürlich nicht. Momentan... Wie man zieht das Ding... für etwas größeres das Kostüme. Ist ja witzig. Man zieht das Ding drüber und dann hat man eine Weste, die man immer drüber zieht. Ja, wunderschön. Ja, kannst ja dann mal ausprobieren, ne? Doch schmutzig? Ja, ein bisschen. Naja, bleibt ja nicht aus. Aber es ist halt nicht Großbritannien, ne? Aber den hast du schon ewig beobachtet, oder? War das nicht? Na, der war schon 2-3 Mal verkauft. Aber es ist schon ewig her, oder? Ja. Der war das mal Bild verkauft. Kam mir irgendwie bekannt vor von was in die Wand. Ja, der war mal ein paar Mal verkauft, dann war er wieder drin. Da ich mich schon gewundert. Okay, wie kann der wieder drin sein, wenn er ständig verkauft ist? Ja. Wer weiß. Aber da ist er auch schmutzig, da oben. Wo? Da oben, nee, oben, habe ich gesagt, nicht unten. So, na, da oben, an deinem Bauch. Ach, ja. Kannst du den waschen hier? Mhm. Nee, ne? Im anderen. Den kann ich gar nicht waschen. Gar nicht waschen? Doch. Der ist zu groß. Findest du? Ja. Also Reinigung oder was? Naja, ja, gewaschen werden muss er, weil es ist schmutzig. Ja, ja. Ich werde ihn schon hinkriegen. Na gut. Weil ich denn hier Badewanne und Co. Achso, ja, das geht natürlich auch. So, Daniel ist glücklich. Oh. Ich gehe weiter arbeiten, E-Mails lesen. Yay, Urlaub vorbei, der juhu. Der sieht gut aus, ja, oder? Ja, sieht er besser aus als auf dem Foto. Ja. Das sah so komisch aus. Sieht komisch aus mit der Nase, ich weiß. Ich hätte schon überlegt, denn wenn nicht die Nase, dann vielleicht abmachen, einen anderen oder so. Aber wir haben einfach nur die Nase umgeknickt. Und nicht. So ist doch gut. Ja, sah schlimmer aus. Na gut, ich muss weiter E-Mails lesen. Yay. Auch für mich Mittagessen. Ich habe in der Pause ja geduscht und mir war auch ein bisschen übel. Habe ich nur Melone gegessen. Und ja, Ofenkartoffeln mit dem Just Weißes Bratkartoffelgewürz. Und den Quark, doch, das ist Quark, von der Ofenkartoffel. Und Radizien, jetzt für E-Book und einen verschlagenen Karte. Der Rest meiner Auffällt. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Ich kann also kein Hörbuch hören. Yay! Das sind diese Pieselwetter. Großartig. Ganz toll. Schaut mal, wie das ist. Im Übrigen war bisher noch kein Schild zu sehen vom Rocktreff. Also bis Samstag auf jeden Fall nicht. Jetzt schon. Jetzt ist es ausgeschildert. Toll. Ist ja schließlich schon nächste Woche. Wahnsinn. Oh Mann, ich bin gespannt. Die Namen klingen ja alle ein bisschen merkwürdig. Aber mal gucken, wie das denn diesmal wird. Man sieht auf jeden Fall eine Kerze, das ist mein Fakt.
Was kann ich nicht Krebs sein? Der stand doch wieder da. Da kommt jemand. genau. Das ist sogar ungemütlich. Bäh. So, jetzt muss ich hier runter. Rundenerweiterung. Juhu. Bin ich so selten, dass ich das kann. Aber jetzt geht's hier lang. Mann, Mann, Mann. Richtig fröhliche Runde. So, Betty will wieder anziehen. Betty möchte wieder Kostüme anziehen. Moment, ich muss erst mal kurz ein Karton. So. Ich muss meinen Body aufmachen. Mhm. Das ist falsch rum, das weißt du, ne? Oh Gott, das bin ich. Du siehst albern aus. Ach ja. Das ist immer noch falsch rum. Ich hab doch gerade gedreht. Hast du nicht. Hab ich ja wohl. Ja. Ich glaube, da musst du mir gleich helfen, was? Warum denn? Naja, weil ich gleich keine Hände mehr habe. Wieso? Was ist denn das dann, was du da hast? Du meinst. Ja, was ist das denn für eine Beule? Wie sieht denn das aus? Ich doch nicht. Mach das doch mal ordentlich. Geht nicht. Geht nicht. Warte. Okay. Warte, nimm doch mal deine geht Hände. Geht doch nicht. Natürlich geht das. Nee. Na klar, guck mal, wie gut das geht. Gottchen. So, dann wollen wir bitte mal ein bisschen unter den Rock krabbeln. So. Das geht nicht, sag ich doch. Naja, da muss man mal einen Ring reiten, ne? So. Kannst du unten noch zumachen? Schuhe? Kannst du unten noch zumachen? Naja. warte mal. Ja. Ja? Ja. So. So. Oh Gott. Fuß. Reinschlüpfen. Ja, ja. Oh Gott, das weißt du? Ja! Sicher? Ich brauche keine Hose so, dafür. Okay, und nochmal. Hast du gehört? Ja. Das fehlt also keine Hose. Ist oh, was? Mein. Au! Ruhe, komm jetzt! Au! Da muss ein volles Kostüm mal anziehen können. Ich glaube, da fehlt wirklich keine Hose. Hm. Naja, wenn jetzt jemand ein bisschen größer ist, vielleicht, oder? Weiß ich nicht. Ist ja hier immer noch Luft. Aui. Hier, guck mal. Dazu. So. Das ist Hubschrauber überall. Ja. Aber ja. Was denn? Moment. Jetzt hör doch mal auf. Ja, warte doch mal. Du musst warten. Jetzt versuch den Reißverschluss hier reinzuziehen. Ja, warte doch mal. Dann war's der Ball. So. Hose rutscht. Warte. Moment. Aus, kurz aus dem Kinn. Kannst dich aber nicht als Zug darin bewegen. Was? So, steck mal die Haare rein. Oder brauchst du eine Maske? Eine Haube. Ja. Ja. Wir haben da gerade frisch gewaschen. Sehr schön. Frisch gewaschen nehme ich. Im Gegensatz zu dem hier. Oh, auch noch ein Wein. Darf ich dir behilflich sein? So, Olaf ist fertig. Naja. Vorsehen bitte, das tut ein bisschen weh. Ach, jetzt hör doch mal auf. Das ist ja im Deckel rein. So, wie kriegen wir jetzt die rote Nase hin? Oh. Hallo, Olaf. Hallo, ich bin Olaf. Ich liebe Umarmungen. Geh weg. Ich aber nicht. Nein! Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Oh mein Gott. Oh wei. Und was meint ihr? Wollt ihr von den Klauen umarmt werden? Hilfe. Und wie ist es da drin? Kann man sich drum bewegen? Ja, ja. Geht so? Was ist denn los? Weiß ich nicht.
blinzel mal. Und so und so. Ja, winke, winke. Das war's schon. Kurzer Auftritt. Na, was soll ich denn machen? Na, weiß ich doch nicht. Aha. Mach doch was für deine Zuschauer. Alle, ich bin ohne die Umarmungen. Oh mein Gott, das hat man schon mal. Ja. Taps, 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 taps. Das ist halt schwierig, wieder neben zu laufen, nicht? Ja, ah, okay. Oh. Nochmal winke, winke. Es gibt auch eine Muskelkarte im Popo. Es ist schon komisch. Ich habe eben vor ein paar Minuten erst wieder daran gedacht, dass heute wieder so ein seltsamer Tag war. Erster Arbeitstag, okay. Da ist ja alles noch ein bisschen, oh Gott, man sieht gar nichts, ne? Noch ein bisschen entspannt, wenn man halt die ganzen E-Mails liest und bla bla und noch nicht wirklich was arbeitet. Zumindest ist es bei uns so. Dass wir wieder reinfuchsen und gucken, was los ist. Moment, ich muss gehen. Und ja, aber ansonsten habe ich auch nicht wirklich was geschafft. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, so, oh, ich müsste dies und ich müsste das und ich würde dieses, jenes und jenes machen. Aber kennt ihr das, wenn eine Sache nicht so passt, wie es sollte? Oder nicht so abläuft, wie es sollte? Dann ist dieses Ganze, was da hinterherkommen sollte, für ein Popo. Weil dann nichts mehr so funktioniert, wie man es geplant hat. Geht mir so. Und hatte dann, woran liegt denn das? Was kann ich da ändern? Und eben kam eine E-Mail rein, die ich jeden Montag bekomme mit so Sprüchen und Aufgaben und auch Blogposts, also ja. Und das passte heute so gut. Da waren so ein paar Aufgaben bei, wo man denkt so, okay, Fokuszeit, mach dies und digital, digital Abend. Und ich habe mir so, ja, stimmt, ich habe eine ganze Weile um 19 Uhr Rechner aus, Handy weg. Das Klingeln da, gehe ich auch nicht mehr ran, das ist schon nach 19 Uhr. Ich werde mich heute Abend auch wieder ans Fenster setzen. Ich hoffe, das funktioniert. Weil es eben die beiden Sachen sind, die ich für gut empfunden hatte. Eben nicht mehr abends am Handy zu sitzen und Instagram zu gucken oder irgendwelche eine Sache am Rechner zu machen. Schicht im Schacht. Ich werde es nur noch lesen. Und nachher, wie gesagt, kurz vorm Schlafen gehen, noch am Fenster sitzen und nochmal rausschauen. Da kommt Krümel. Ja, ist er weg. Entschuldigung. Genau. Das Fenster nochmal aufmachen, die Abendgeräusche hören, die Abendluft einatmen quasi. Übrigens, jetzt scheint die Sonne, das ist ganz toll. Sie sind kurz vor deinem Losgang aus dem Lager. Die Sonne. Er ist auch noch nicht wieder zurück. Die kommen jetzt auch erst. Genau. Jo, aber das habe ich jetzt für mich beschlossen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Bin gespannt. Mal wieder etwas Wusa und nicht Multitasking. Ich mache ja immer so gerne, dass ich alles möglich auf einmal hintereinander oder ne, parallel mache. Wollte ich heute auch schon nicht mehr machen. Ich wollte das nacheinander machen, aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach gar nichts funktioniert. Ich sehe heute Morgen irgendwas anders gelaufen als geplant und schwupp ist alles vorbei. Ich probiere es morgen erneut. Jeden Tag ist ein neuer Tag. Ne? Und wie gesagt, abends halt ab 19 Uhr noch mehr Wusa. Genau, mal schauen. Ich halte hier auf dem Laufenden. Gucken, wie es funktioniert. Ich muss auch noch meinen Tracker aktualisieren, Haushalt schreiben. Ein bisschen was habe ich ja gemacht, aber halt nicht so viel, wie ich wollte. Aber ein bisschen was habe ich getan. Und es ist halt auch kleine Schritte führen ans Ziel. Auch wenn sie länger dauern. Ich dachte noch gerade, das war ein guter Schlusssatz. Rief Daniel gerade an, gerade als ich mich wieder hingesetzt habe zum Lesen. Dass der eine wohl erst so eine Stunde später kommt. Kann auch 21 Uhr werden. Okay. Schön. Nett. Zum Glück muss er nicht so früh aufstehen wie ich. Das heißt, Verzeihung, ich mache mich halt ganz normal fertig. Und entweder ich schlafe schon, wenn er nach Hause kommt, oder ich bin noch wach. Je nachdem. Ich glaube, ich werde schon noch wach sein, weil ich ja bestimmt um 10 Uhr spätestens hier sein will. Also hoffen wir einfach mal. Und da mache ich mich erst komplett steht im Schacht. Bis dahin lese ich ja immer noch. Gucken wir mal. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich diesen Stapel, diesen Sommerstapel von oben nach unten abarbeite und erstmal auch die Ich suche beste Freundin Forever erstmal zur Seite schieben werde. Und dann mit anderen Büchern weitermache. Es lief am Anfang so gut, ne? Aber vielleicht schaffe ich es ja heute noch, wie ein Schatten im Sommer auszulesen. Das wäre großartig, das wäre richtig großartig.
Und ich habe es auch wirklich heute durchgezogen, bei jedem Essen, was ich, also was ich gegessen habe, wenn es nur ein Pudding war, also ich habe Milchreis war es gewesen von Müller, tatsächlich Heartbeats in Grainsville weiterzulesen. Ich frage mich nur, ob ich diesmal wirklich Little Falls 3 bekomme. Aber bis jetzt kam es dann nicht und der Teil ist schon bestellbar, war vorbestellbar. Normalerweise ist es mal vorher schon gehabt. Ich weiß nicht. Ein bisschen bummel, dass ich es mal nicht bekomme. Ich habe auch das Taschenbuch zum zweiten Band gar nicht bekommen. Obwohl es auch raus ist. Ich dachte, wir kriegen da auch alle. Aber anscheinend nicht. Muss ich mir auch noch zulegen. Gar nicht so einfach, aber ist egal. Nicht, ich will mich nicht beschweren oder so. Ich finde es so gerade ungewöhnlich, weil ich ja generell im Blogger-Team bin. Frage ich da einfach mal nach, weil einige Sachen sind in Spam gelandet. Ich habe heute Morgen ja das Handy geschrieben, so ich habe den Motivationsklick gar nicht bekommen. Und ich so, vielleicht im Spam-Ordner. Und dann landet es da die. Da war es. Und da waren noch einige andere Newsletter und so weiter gewesen. Und sogar von meiner Illustratorin, Grafiksenderin, wie auch immer, ist ja beides. Im Endeffekt war auch eine Nachfrage dran, vor einem Monat. Knapp. Sogar vor, also einen Monat, einen Tag. Also so, shit. Ist einfach dann Spam gelandet. Keine Ahnung warum. Sehr komisch. Da habe ich mich erstmal entschuldigt, dass ich so spät geantwortet habe. War nicht meine Absicht. Oh Mann, ey. Sowas Blödes. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass da irgendwie auch was landet. Ich gucke ständig auch im Spam nach, ob da irgendwas ist. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das mit der E-Mail-Adresse bekommen habe oder mit einer anderen E-Mail-Adresse. Ist auch Wurst. So, ich gehe es lesen. Endlich.